Moin Leute, vielen lieben Dank, dass ihr euch das Hamburger Deren-Video angeschaut habt. Wir sind endlich mal dazu gekommen, ein Video über unsere Heimatstadt zu machen. Das wurden wir nämlich schon oft gefragt, ob wir nicht mal zeigen können, wo wir herkommen und von wo unsere Reisen immer losgehen. Das ganze Video ist ein bisschen anders als unsere anderen Travel-Videos, es ist kein Vlog, aber trotzdem ist es halt ein Herzensprojekt von uns und halt mal ein bisschen was anderes. Ja, und wir hatten echt eine super Crew, hat richtig viel Spaß gemacht und viel Spaß beim Making-of. Moin, ich bin Lara und ich hatte richtig Bock an all diesen coolen Stellen in Hamburg zu drehen. Das hat derbe viel Spaß gemacht. Wir waren auf dem Bunker und es war richtig stürmisch. Und ich meine so richtig, richtig stürmisch, so Hamburg-stürmisch. Chris, kannst du mir was helfen? Hallo Leute, es ist Spaß. Ach so. Wir sind heute um 3:30 aufgestanden, haben den schön auf dem Fischmarkt gedreht, ein paar Fischbrötchen weggemampft und wir sind eigentlich ganz fit, ne? Jo. Der nicht. Moin, ich bin Yannick, ich bin Kumpel von den Backpack Bros. Und wie es sich trifft, bin ich auch Kameramann und Drohnenpilot. Und die Jungs haben mich gefragt, ob wir nicht ein paar schöne Drohnen-Shots in Hamburg City machen können. Zum Beispiel an der Fischauktionshalle. Und dann haben wir uns ganz entspannt morgens um 5 Uhr getroffen, zwischen den ganzen betrunkenen Leuten, die noch direkt vom Feiern zum Fischmarkt gekommen sind und sind einmal über die Elbe geflogen. Ihr seht mich auch im Video. Ich stehe da hinter diesem kleinen roten Fahrkartenautomat und habe die Drohne gesteuert. Also ich hoffe, man sieht mich natürlich nicht, aber vielleicht entdeckt mich der eine oder andere. Das ist so anstrengend. Wir bereiten gerade unser Kamerasetting vor. Licht müssen wir manchmal schauen, wie wir ausleuchten. Der Laden ist nicht so groß, aber ist richtig, richtig cool. Eine richtig coole Klamotte. Lara wird ein bisschen mit der Kamera rumalbern. Wir haben eine Kamerafahrt mit einem Ronin vor, den macht Lukas gerade fertig. Tada! Hallo Schätzelein, meinst du, ich kann das so anziehen? Guck mal, es passt voll gut zu meinen Lippen und zu meinen Augenfarben. Wir hatten noch 2 Tage bis zur Deadline, um das Video fertig zu machen. Uns hat noch eine Szene gefehlt, und zwar eine Regenszene. Und untypischerweise hat es in Hamburg einfach nicht geregnet. Deswegen mussten wir die Szene nochmal nachdrehen, ein bisschen später. Und haben das eventuell leicht gefaked. Genau, wir haben es hier gerade ein bisschen künstlerisch regnen lassen und haben Requisiten gehabt wie eine Gießkanne und ein Sieb und präparierte Plastiktüten, die Löcher hatten, ein Eimer voller Wasser, Sprudelwasserflaschen. Wir hatten so ziemlich alles, womit wir auch nur irgendwie hätten Regen generieren können. Morgen haben wir noch und Freitag muss das Video noch fertig sein. Und dann haben wir hoffentlich auch richtig authentische Regenaufnahmen da drin in dem Video. Ja, wir drehen gleich in einem Haus 73 mit Lara Montana. Und einmal albern. Ja. Ah, oh, wow, das war ein Kickflip. Nein! Oh. Das war kein Spaß. Hi, ich bin Sina. Ich bin Paulina. Und ich bin Marlene. Und wir drei sind Schülerinnen der Medienschule in Wandsbek. Und das ist eigentlich unser Abschlussprojekt. Und wir kennen die Backpack Bros von der Schule. Und deswegen ist die ganze Sache überhaupt so erst entstanden. Zu guter Letzt wollen wir uns nochmal bei ein paar Leuten bedanken, die an dem Projekt beteiligt waren. Und zwar bei Malte, dass er als Darsteller eingesprungen ist, bei Ruben für die unglaublich coole Musik, bei Aso, dass sie die Maske gemacht hat und noch als Darstellerin eingesprungen ist. Dann noch bei Simon dafür, dass er das Mix und Mastering für uns übernommen hat und bei Nelis für die Hilfe am Set. Außerdem war Rea noch bis spät in die Nacht sogar dabei. Bei Jendrik, weil er uns super viel Equipment ausgeliehen hat und auch die letzte Drohnenaufnahme gemacht hat, die ja echt super cool geworden ist. Und auch sonst die ganze Zeit am Set eine super Hilfe war. Und deswegen sind wir auch richtig froh, dass wir ihn und Lara halt kennengelernt haben dadurch. Also der Cast war auf jeden Fall goldrichtig. Und wir wollen uns noch bei Bruno bedanken. Alle Leute, die irgendwie ihre Finger im Spiel hatten, waren super engagiert und hatten Lust auf dieses Projekt.
Und ohne deren Hilfe wäre es auf jeden Fall nicht so geworden, wie es jetzt am Ende aussieht.